Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Wir sind immer noch in der Kai und haben momentan so ein Ping-Pong-Problem mit den Jägern der Expedition des Imperiums. Wir haben zwei Orte, wir sind mittendrin und irgendwie keine so recht von uns kann angegriffen werden, weil die andere Armee, die sie haben, uns danach in den Rücken fallen könnte. In offener Feldschlacht ist das alles gar kein Thema, aber in der in solchen Belagerungsgefechten vielleicht schon. Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal vorher diese kleine Nebensiedlung dann auszuschalten. Das wird sie auf jeden Fall eine Menge Kohle kosten, nochmal eine ganze Armee. Uns wiederum eine Menge Kohle einbringen. Und ich gar nicht weiß, wo ich die überhaupt noch hinpacken soll. Oh, jetzt kommt er an und winselt. Ja, klar. Ausgerechnet der will jetzt einen Frieden. Ist der Erzfeind. Kommt an und will Frieden. Nur damit er wieder erstarken kann, nachdem er gerade eben in der letzten Folge eine unglaubliche Packung erlitten hat. Wie war es? Unsere 1000 gegen 4.500 von ihnen und wir leben noch. Und ich finde, uns geht's dafür. Ja, gut. Man kann mit Fug und Recht behaupten, uns geht's gut. Bin schon wieder voll. Ich könnte kotzen. Ey, wie schnell regenerieren die denn? Aber die haben keine Mauer, ne? Nein, haben sie nicht. Wird also Zeit, hier dem ein Ende zu setzen. Die haben sehr viele Fernkämpfe. Das Gute ist bloß, die sind schlecht gegen Rüstung. Und ihre Moral könnte sehr stark unter unseren ganzen Monstern leiden. Oh, die Schützenreiter hier wiederum, die sind gut gegen Panzerung, die sind eklig. Ach, wieder der Typ. Ich auf jeden Fall jetzt hier einen schönen Showdown im Dschungel von Lustria. Wisst ihr was? Ich stelle die jetzt hier echt an die Front. Das ist jetzt hier meine Eins, die Monster. Ihr seid nur die zweite Welle. Und ihr als zweites erst an. Das ist ja die Nummer 3. Du gehst da mit. Und einfach volle Kanne drauf. Stürme die an, als ob es keinen Morgen gäbe. Und für die gibt es auch hoffentlich keinen Morgen. So, ihr geht da noch mit rein. Noch mit rein. Noch mit rein. Warte mal, wo haben denn ihn? No, er attackiert da, du da. Da. Daran. Da kommen noch mal ein paar Ritter. Die Ritter des Imperiums nerven hier rum. So, Komet von Cassandore sollte jetzt hier mal runterkommen. Fände ich jetzt sehr, sehr schön, wenn das passieren würde. Okay, der Komet kam runter, hat gut Schaden gemacht. Mein Geschmack noch nicht genug. Das hat nochmal ein paar weg von dem weggeblasen. So, und jetzt fliegst du da drüber und wirfst mal deine Bombe ab, Freundchen. Ach, die rennen schon weg. Die rennen weg. Ich glaube, es ist auch schon gleich vorbei. So, wir verfolgen. Mit denen da, die können eigentlich da hinten noch hin. Der randaliert hier noch rum. Machst da noch mit. Ihr zwei könnt da drüben noch mitmachen.
Keine Einheit jetzt hier irgendwie verschwenden. Noch irgendwo brauchen könnte. Die kämpfen auch nicht. Warum nicht? Ja, komm, das Fuß mal da rein. Ein paar von denen gerade eben getroffen. Dann Feuerball da drauf. Der war gar nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt gerade eben hinrennen. Ihr verfolgt weiter. Das ist eigentlich eher erst, als sich da drüben irgendwie noch lustige Dinge. So, aber es ist gleich vorbei. Ja, wir haben sie einfach gewiped. Wir haben sie komplett gewiped. Man muss halt die ganze Zeit aufpassen, ne? Wenn die Fernkämpfer zu lange schießen, dann tut es halt echt weh. Aber ganz im Ernst, wir haben echt nichts verloren. Es war völlig sinnlos, was sie gegen uns hier ins Feld geworfen haben. Die Menschen führen hier gerade im Lämmer zur Schlachtbank. Mehr machen die nicht. Kills teilweise. So, und wen machen wir es diesmal wieder? Ja, wieder für ihn hier. So, schön. Jetzt haben wir die Sternenkammerwächter. Auf die habe ich gewartet. Taktjäger, Menschenbrutopfer. Monument der Sonne ist unser. Wir regenerieren hier wieder TAF. Machen hier wieder Anführer der Jagd. Das heißt, machen die noch mehr Schaden, als ob das noch möglich wäre. Oder anders gesagt, nötig. Wir haben 16.000. Ohne Witz, ich kann mir ohne Probleme die Jungs hier leisten. So, und wie unterscheiden sie sich jetzt hier von den normalen Tempelwächtern? Hauptsächlich dadurch, dass sie magischen Schaden verursachen. Ich habe das Gefühl, dass ihre Führerschaft ausgemaxt ist. Geht ja nicht mehr als 100. Ansonsten können die nichts. Außer Wächter. Die haben noch physische Resistenz. Und zwar in einem Umfeld um sich herum. Okay, das ist cool. Das ist schön. So, jetzt gehen wir mal darüber. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass es jetzt hier gefährlicher ist, was ich hier tue, aber anscheinend habe ich mich total geirrt. Es war überhaupt nicht gefährlich. Und nun löschen wir Powax aus. Wie lange dauert es eigentlich noch, bis wir jetzt hier endlich Lord Quark persönlich kennenlernen? Wir streben nach einer Audienz. Bei seiner Lordschaft Quark. Da kommt sicherlich auch nochmal irgendwie eine Mission raus. Ich weiß bloß nicht welche und in welche Richtung das gehen soll. Ich meine, den Sieg können wir uns ohnehin schon holen durch diese eine Mission. Dunkelelfen waren auch immer stärker hier mit Nagarond. Nein, mache ich nicht. Ich mache keinen Krieg gegen die Hochelfen. Weil es keinen Sinn macht für uns. So, jetzt machen wir nur noch minus 44. Hier gab es jetzt wieder ein Level Up. Der Windstoß. Den will ich noch mehr maximieren. So, und wo ist jetzt unser kleiner Kollege? Da ist er doch, ne? Das ist doch. Ist immer noch so weit. Hier nach Schottel. Der läuft halt noch zwei Runden. Oh, es ist. Ja, es ist der Hammer. So. Gehen wir mal bis hier. Gucken wir uns mal an, was da in Armee rumsteht. Ich bin gerade eben dabei, Truppen zu akquirieren. Ich möchte ihnen das verbieten. Kämpfen die? Okay, sie sind doof genug und nehmen den Kampf auf. Das ist das Ende dieser Armee. Würde ich jetzt zumindest mal annehmen. Die Tempelwächter sollten echt dazu in der Lage sein, diese Bierhandkämpfe abzuwehren. Hauptsächlich durch die Nahkampfverteidigung, weil das ist ja ihre große Stärke.
2500 Mann. Naja, fast. 2,2 sind es ihr. Und sie sind hier irgendwo in diesem Tal. Ein, oh Gott. Liebes, wenn das Terrain total im Arsch ist. Apropos, ich sehe gerade eben, was da unten los ist. Das ist ja eigentlich der eigentliche Spaß hier. Wir gehen komplett da lang. Und fangen die ab, weil ich glaube, die kommen sowieso alle von da. Das, was ich gerade eben angreife, ist eigentlich eher nur so eine kleine Armee. Da kommen sie, ja. Du attackierst ihn hier. Sauri gehen da jetzt volle Kanne rein. Du gehst auch in die volle Kanne rein. Ja, das war leider dann doch nicht so effizient, wie ich gehofft hatte. So, jetzt geht's hier rund. Angriff. Angriff. Außenrum. 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 Näher ran. Mehr zaubern. Da noch drauf zaubern. Ich muss halt die jetzt hier erstmal wegmachen, ne? Wenn die Infanterie von denen flieht. Dann ist das größte Problem erledigt. Da kommt jetzt der eine da, den wir überhaupt angegriffen haben. Ja, bitter für ihn. Oh, das sind viele. Ui. Ja, das hat ein paar von denen erwischt. Oh Gott, ich will nicht, dass er stirbt. Los, darüber, darüber. Ne, du musst das hier ausschalten. Versucht jetzt hier gerade immer so ein bisschen hier aufzuhalten. Nicht permanent auf den schießen, ey. Das geht mir nämlich gerade im Gehör auf den Zeiger. Alles drauf. Wir haben. Schieß drauf, kommt. Gnadenloser Angriff. Schosse haben nachgelassen. Da läuft noch was. Warte mal, hier haben wir keine Zauberei mehr. Wir haben zwar theoretisch noch viel Zauberei, aber wir können sie nicht einsetzen. Die Nachladerate reicht nicht. Jetzt können wir wieder. Aber jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei, wir haben gewonnen. Mamma mia. Geht ja nur darum, die Moral zu brechen. Um mehr ging es ja nie. Das war knapp für unsere kleine Schreckensechse. Also, was die Schreckensechse ist, mega krass, wenn sie es in den Nahkampf schafft. Aber Fernkämpfer mit rüstungsbrechenden Eigenschaften, es ist einfach ein viel zu großes Ziel. Ich glaube, du kannst in dem Ding gar nicht daneben schießen. Ja, das war's dann jetzt für diese Armee. Warte, mache ich auch erstmal eine fröhliche Runde Keulen. Fröhlich gekeulet.
Jetzt belagern wir erstmal. So. Nochmal ein Level-Up machen. Und finishen jetzt hier den Anführer der Jagd. Und nun würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze. Ey, die sind eigentlich fertig. Schaut sie euch mal an, die sind fertig. Wir müssen nur unsere Schreckensechse verteidigen. Das ist alles, was wir machen müssen. Alles andere... Ach, das ist schon wieder die... Ja, dann weiß ich, wo ich sie hinstelle. Die stelle ich irgendwo da drüben links hin. Da passiert ihr schon nichts. Da kommen die Türme nicht hin, da kommt gar nichts hin. Und dann haben wir bald eine komplette Goldtruppe. Aufstellung starten. Du darfst da drüben zugucken. Dieselbe Art von Map, ne? Bloß eine andere Architektur. Wollte ich kurz mal das hier mal so anmerken. Ja, komm, machen wir aus euch die Nummer 2. Wir strömen jetzt hier. Das da, ihr geht daran, du gehst darüber. Jeder von euch weiß, was er zu tun hat. Boah, der arme Kano. Dinge, die total stinken, ey. Der Kettenblitz kann ich gar nicht machen, toll. Richtung Casandora, da drauf bitte. Und er kommt. Das ist wehgetan, aber man muss das eigentlich da oben auch einsetzen. Nee, das geht wie immer nicht. Das geht wie immer nicht. Ich setze jetzt schon mal ein paar Saurier ein. Kettenblitz kann ich jetzt hier noch einsetzen. Auch wenn ich meine eigenen Echsen dadurch kille, aber das ist mir jetzt egal. Oh, Tor ist schon offen, das ging schnell. Hallöchen, Zweiertruppe, kommt mal schon rein. Oh, wo ist er denn? Da ist er. Die randalieren schon. Ich komme jetzt rein mit den Skinkies. Nicht, dass die draußen stehen. Oh Gott! Hört mal auf, auf den zu schießen, ey. Das ist ja nicht mehr witzig. Wie macht ihr das denn? Oh Gott, dieser miese Turm war das die ganze Zeit. Ach du Scheibenkleister. Das hätte ihn beinahe gerade gekillt. So viel Meta-Ebene nicht witzig gewesen gerade. Sag mal, warum ist er jetzt hier doch dabei? Habe ich ihn versehentlich jetzt doch mit reingeholt? Naja. Er scheint seinen eigenen Kopf zu haben, der Junge. Und wir buffen die mal kurz mal. Kann man ja auch mal machen. Ich habe versehentlich in die Gruppe mit reingenommen, ich Honk. Ja gut, das erklärt es ein bisschen, ne? So, gegnerischer General getötet. Wir gehen jetzt da hoch mit allem, was wir haben. Außer mit ihm, ja, wobei doch mit ihm könnte es auch hochgehen. Also eigentlich ist da nichts mehr übrig. Doch da ist noch was übrig. Stellen wir noch mal ein paar Viecher hoch. Mach lieber den Feuerball dahin. Ich finde, das bringt mehr.
So, jetzt beenden wir sie mal hier. Randale, oh, lauf weg. Dein Feiglinge, oder ist es vorbei? Boah, wir hätten beinahe was verloren. Das wäre ekelhaft geworden. Und unangenehm. Und überhaupt. Aber wir haben es geschafft. Das war eine sehr, sehr gut ausgebaute Stadt. Dementsprechend durfte jetzt die Kohle auch gut stimmen. Und ich bin froh, dass wir die im Felde schon deutlich dezimieren konnten. Ansonsten wäre das nicht witzig gewesen. So. Wem gönne ich denn das jetzt hier? Ich denke. Soll ich diesen Beschwörungsding haben? Nein, ich mache das hier so. Gut. Menschenbrut, Opfer wieder. Rüstung des Schicksals. Oh, die ist. Und die haben jetzt hier keine Heimat mehr. Ich gehe mal jetzt hier mal erstmal auf. Setzen uns hin. Guck ich mal, was er für eine Rüstung derzeit trägt. Die Rüstung des Glücks. Die Rüstung des Schicksals ist aber besser. Und dafür bekommst du jetzt hier die Rüstung des Glücks. Dann hat er nämlich nur die Rüstung des Glücksritters. Erhöht seine Rüstung, er hat auch noch ein bisschen physische Resistenz. Ich denke, das ist unterm Strich besser. Ja, und das ist der letzte, der von denen übrig ist. Mehr gibt's nicht. Was können wir denn jetzt noch bauen? Nicht, dass wir bauen. Unverdorbenheit. Hat nichts dabei, was mich irgendwie rockt. Bastilladon, Stegadon, Sonnenmaschine. Nö. Ich behalte mein Geld. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn mit der Kohle machen? Also ich meine mit den Gebäuden. Wenn ich irgendwann mal 50.000 habe, dann kann ich anfangen, eine zweite Armee aufzustellen. Aber vorher halt nicht. Entschuldigung. Lustig ist, dass wir, also die Berechnung nimmt an, dass wir genauso stark sind wie der Kult. Das Sotek, aber das ist total surreal. Da wird halt auch noch irgendwie die wirtschaftliche Macht mit eingerechnet. Wir haben halt keine wirtschaftliche Macht, aber unsere militärische Macht. Mit dieser einen Armee, die wir haben. Wir sind einfach nur ein Abrisskommando. Ah, jetzt plündert er und versucht das Unvermeidliche aufzuschieben. Dann beenden wir ihn jetzt halt einfach. Tschüss. Das war der Iron Camp. Hat auch irgendwie gepasst. Er hat auch ordentlich gekämpft an der Stelle. So, er ist tot. Fraktion vernichtet. Nochmal Menschenbrutopfer. Standarte des Botec. Und jetzt, warte mal. Können wir mal gucken. Mittendrin. Genau, die Schreckensechsen, mehr Rüstung, mehr Führerschaft, mehr Angriffsbonus. Das gebe ich denen jetzt auch noch. Ihm kann ich noch was geben. Das bringt ich Uranus Donnerkeil. Erhöhter Schaden durch rüstungsdurchdringenden Schaden. Okay, unfallvoller Nachtwind. Habe ich noch nie eingesetzt. Sehe ich irgendwie nicht, was mir das bringt. Was ich mir noch überlegen könnte für ihn, wäre ab Level 24 ein ehrwürdiges Stegadon statt dem Flieger. Hätten wir nochmal ein Monster, das richtig übel zuzimmert. Aber normal. Oder warte mal, ehrwürdige Stegadon, Maschine der Götter. Weiß ich noch nicht. Und nun marschieren wir Richtung Orkse. Und jetzt können wir uns in dieser Folge nochmal hoffentlich anschauen, was hier Yassig, wie passend er sucht. Er sucht Weisheit hier bei Lord Kroak. Aber wir sind noch nicht rechtzeitig da. Nächste Runde. Können wir vielleicht gucken, ob da noch irgendwie eine Queste weitergeht. Und bitte schick mich nicht wieder nach Albion. Da oben ist kalt und der Weg ist lang.
Das wäre echt ekelhaft. Das Lustige ist, dass wir von den Vampiren eigentlich bis jetzt noch kaum was mitbekommen haben, ne? Muss mal gucken, ob ich mit denen nicht angepackt habe und ob ich den überhaupt noch brauche. Und komm, jetzt lauf hin. Zack, da sind wir. 1000 bekommen. Und nun haben wir wieder eine Schlacht zu schlagen. Gewinnt die folgende Schlacht mit der Armee von Nakai, dem Wanderer, Lord Kroak. Was muss ich denn jetzt bezwingen oder was? Nee. Ah, okay. Es sind irgendwelche Skaven, die ich zu bekämpfen habe. Nach einer lang andauernden Suche in den Höhen und Tiefen Lustgas finden die Skinkundschafter von Lord Kroak endlich einen überwuchertes Tempelgrab, in dem der uralte Reliktpriester über die Details des großen Plans sinnt. So wie er es stets tut. Doch es scheint, als wären die Kundschafter in ihrer Eile nachlässig geworden, denn ihnen ist eine Streitkraft aus dem heimtypischen Rattenmenschen, den Skaven, bis zu Kroaks Verbleib gefolgt. Sie wollen ihn ein für alle Mal zerstören, indem sie seine körperlichen Überreste verbrennen, die ihn in dieser Welt verankern. Dies darf nicht geschehen. Schützt Kroak vor der Gefahr, während seine Priester ihn erwecken. Was bekomme ich dafür eigentlich? Eigentlich gar nichts. Also außer Geld halt. Okay. Ist halt Storyline, aber das können wir auf jeden Fall noch beim nächsten Mal machen, Leute. Denn dann sind wir auf jeden Fall wieder fit. Ich bin nur schon mal kurz mal auf dem Weg. Warte mal, wo ist denn hier die Grenze? Hier runter nach Spectazuma. Denn da will ich ja schließlich auch noch vorbeischauen. Kann ich noch irgendetwas bauen eigentlich, das mir noch irgendwas bringt? Wenn das halt irgendwas anderes noch bringen würde als der Vermaledeit. Es ist so sinnlos, das zu bauen, vor allem für diese Preise. Da kommt ja auch nichts noch mit dabei, außer irgendwelche Monstren. Es macht keinen Sinn für uns. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Bis zum Ade.